Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Enemies Within mit Modlong War Season 3. In der letzten Folge hatten wir eine kleine Terrormission, die ja relativ gut ausgegangen ist. Einen ganzen Zivilisten konnten wir retten. Oh ja, das ist wirklich sehr gut. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal auf den Schwarzmarkt und besorgen uns ein bisschen Kleingeld. Ich glaube, die ganzen Sektoiden, die können wir einfach so weghauen. Für die gibt es ja keine relativ guten Angebote. Naja, 20 behalte ich. Heavy Floater möchte ich auch behalten. Weil was habe ich vor? Ich habe vor, mir ein paar weitere Mech-Soldaten zuzulegen. Und dafür muss ein bisschen Geld ran. 40 Groten pro Kopf. Und wenn da ein bisschen was übrig bleibt, why not? 145 hätten wir schon mal. Now that we've got the firepower to match, I think we can take them. Ist gut, Bradford. 200 Kroten sollten soweit genügen. Und dann gehen wir direkt mal hier hin und gucken uns mal an, wen wir da loswerden können. Wir haben ja reichlich Corporals, wo ich sagen würde, naja, die setzen wir nicht mehr ein. Ich hätte gerne mal einen Engineer. Jo, dadurch bekommen wir einen Schwung. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag, als unsere Truppen einen Arm und ein Arm geben würden, um einen taktischen Vorteil über den Gegner zu gewinnen. Shen, du darfst die Klappe halten. Dann besorgen wir uns noch einen Marauder. Wir konsultieren mit Dr. Valen für die requisierten Amputationen und beginnen die Cybersuit-Interfaces so schnell wie möglich. Ist gut. Und noch einen weiteren Freiwilligen. Meinen Gunner würde ich gerne behalten. Eine weitere Valkyrie, ich weiß ja nicht so recht. Einen weiteren Marauder. Once the required amputations have been completed, the engineering team will begin grafting the cybersuit interfaces onto the volunteers' remaining bone structure. Natürlich. Weil aus meiner Assault setze ich halt nicht so oft ein. Dementsprechend könnten wir diese mal locker easy zu Max umrüsten. Und ja, da ist die Panik in den Vereinigten Staaten. Und da kommt ein Scout über Deutschland reingeflogen. Der Overseer über den Vereinigten Staaten. Moment mal kurz. What? Ich kann da meine Firestorms hinschicken? Ernsthaft? Kann ich das? Kann ich das? Nee, das ist nur der Scout. Gut, dann zerleg mir mal bitte schnell den Scout. leichter Schaden. Gut. Wird nicht einmal angezeigt. Schön. 100 Kruten verdient. Why not? Und gegen dich können wir nicht machen. Kannst du dich nicht in Europa blicken lassen? Dort warten wir ja schon alle auf dich. 2 Stunden Reparaturzeit. Naja, da hätte ich am liebsten meinen Flight Officer hochgeschickt. Aber naja, was soll's. Und weg ist er. Ein Mutant Elite für 2 Wissenschaftler und einen neuen Rekruten. Kann man machen. View Soldiers. Und ich glaube, du wirst ein Gunner. Holozielen, Shredder-Ammo. Shredder-Ammo empfinde ich mittlerweile ein bisschen besser als Heat-Ammo. Heat-Ammo ist zwar im Early-Game sehr wichtig, aber ich habe das ungute Gefühl, dass Shredder-Ammo hier im Late-Game deutlich besser ist, weil es halt eine Auswirkung auf alle Gegnertypen hat. Während sich Heat-Ammo halt nur positiv auf robotische Einheiten auswirkt. Wobei, Heat-Ammo sollte man aber auch nicht wirklich unterschätzen. Und ich glaube, dann geben wir dir noch einen Ranger. +1 Bonus-Damage ist immer gut. So. Und dann können wir weiter scannen. Und mein erster Plasmadrachen ist fertig und wir bekommen ganze 38 Illyrium zurück. Facilities. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir hier irgendwo einen Fission Generator upgraden müssen zu einem Illyrium Generator. Was kostet mich so ein Illyrium Generator?
280. Ich könnte es sogar machen. Diesen Fission Generator hier abreißen und hier direkt mal ein Illyrium Generator hinbauen, weil ich habe gesehen, dass die Golobkammer 35 Energie benötigt. Was leistet eigentlich der Ding? Fission Generator leistet 8. Oh, da bin ich mal kurze Zeit ohne Strom. Das muss ich mir mal genau überlegen, wie wir das machen, weil wenn wir ohne Strom sind, dann bekommen wir höchstwahrscheinlich Probleme. Und der leistet hier genau die 35 Power, die ich benötige. Ich riskiere es. Ja, negative Power-Ding. Moment. Ach, kann ich ja nicht machen. Ein Labor müsste ich vielleicht abreißen. Weil allzu viel zum Forschen haben wir ja auch nicht mehr. Reißen wir dieses Labor hier ab. Und bauen da ein Illyrium-Generator hin. 280 Groten. Die sollte ich zusammenkratzen können. Weißt du was? Moment mal kurz. Alien Entertainment. Vielleicht verlangt es ja USA von uns. Dann könnten wir damit ja eigentlich die Panik ein bisschen drücken. Aber ich glaube, die, die es am meisten brauchen, die werden es auch nicht anfordern. We're really coming down to the wire now. Das Geld habe ich zwar schon beisammen, aber naja. Ein bisschen mehr auf der Tasche zu haben, schadet ja auch nicht. Und hier kommt erstmal ein Illyrium-Generator hin. Den werden wir definitiv benötigen. 25 Tage im Aufbau. Passt. Ich habe noch ganze 52 Illyrium. Plasmakanone 264. Könnte ich auch schon bestellen. Wie heißt nochmal das Gerät? Also die heftigste Stufe für Max, ihre Bewaffnung. Kann ich die eigentlich schon bauen? Muss ich noch was erforschen? Müsste ich erstmal nachgucken. Das ist alles fürs Schiff. Wie heißt denn das Teil nochmal? Naja, egal, spielt keine Rolle. Moment mal kurz. Was kostet mich eigentlich ein normales Plasmagewehr? 246, ich glaube, da werde ich auch mal eins bestellen. Einfach nur so. Dann gehen noch ein paar Drohnen weg. Zwei Sektopoden. Noch ein paar Chrysaliden. Da kommen bestimmt noch ein paar, die wir irgendwie uns zu eigen machen können. Das Geld reicht auf jeden Fall. Und dann bestelle ich mir definitiv noch ein konventionelles Plasmagewehr. Brauchen wir ja auch immer. Wobei eine Nova Gun wäre ja auch nicht verkehrt, aber dafür fehlt mir das Illyrium. So, jetzt haben wir ein weiteres. Ah, ich bin doch so ein Depp. Ich bin doch so ein Trottel. Ich wollte ja eigentlich die Enhanced Plasma erforschen. Naja, zu spät. Wir müssen ja eh noch Geld sparen. Passt schon. New Foundry Projects, Stealth Satellites. Und Anti-Graph-Systeme, da fehlen mir 100 Illyrium. Naja, egal. Natürlich, Dr. Wahlen. Psi-Training ist durch. Und Ivan hat versagt. Was wurde aus den anderen? So, Freiwillige vor. Ivan 57%, reicht die wohl nicht, hm?
Was haben wir denn hier sonst noch so für Angebote? Letizia vielleicht? Mindfray? Wer will denn noch? Geronimo? Mindfray? Ich hoffe, ihr enttäuscht mich nicht. Und da kommt der Overseer schon wieder über Mexiko reingeflogen. Und ich kann dagegen immer noch nichts unternehmen, weil meine Jäger ja allesamt in Europa stationiert sind. Und Heinrich Dietrich hat mich enttäuscht. Heinrich, wo bist du? Das übst du jetzt noch mal ein bisschen. Weil so nicht. Und Core Armoring ist fertig. Sehr schön. Drei Elos bekomme ich dafür zurück. Hier nochmal. Moment mal kurz. Mein Grenade Launcher ist fertig. Sehr schön. Die Corsair-Rüstung wird höchstwahrscheinlich nicht mehr fertig von der nächsten Mission. Ich brauche einen neuen Scout. Machen wir, weil dafür haben wir ja die ganzen Mutons gesammelt. Dafür und für nichts anderes. 79 Soldaten nenne ich mittlerweile mein eigen. So, Nadim, du willst also Scout werden, habe ich gehört. Kannst du noch Holo zielen? Deadeye, Battlescanner. Und Kalida? Engineer oder Medic? Ich würde mal sagen, nix von beiden. Wobei, ich könnte dich einfach hier mal auf der Warteschlange lassen. Machen wir trotzdem mal zufällig. Ein weiterer Infanterist für uns. Du bekommst von mir Covering Fire. Opportunist. Auch wenn ich Deadeye sehr zu schätzen gelernt habe, ich würde mal Ranger wählen für den Zusatzschaden. Danach kommt Lock and Load. Sentinel. Und eventuell Vital Point Targeting. Oder irgendwas anderes. Wir werden sehen. So. Oh, schon wieder ein Terrorschiff und schon wieder bei den Vereinigten Staaten von Amerika und ich kann schon wieder nichts dagegen machen. Was für ein Zufall. Mit Flight Officern reiße ich da oben gar nichts. Commander, by ignoring these UFO contacts. Oh, ein Abductor. Nigeria. Bitte landen. Moderat? Moderat akzeptiere ich doch gerne. Das hört sich nach einer Trainingsmission an. Die Frage ist nur, wer führt die an? Einer meiner Gunner? Bayre führt die Mission an. Meine Master Sergeants lasse ich mal allesamt daheim. Dann nehmen wir einen Gunnery Sergeant Rocketeer. Moment, was ist, wenn es hier Ethira gibt? Moment mal, mein Jäger kommt natürlich auch mit, aber an letzter Stelle, wenn ich bitten darf. Ich nehme da zwei Mechs mit. Meine Valkyrie. Ich nehme mal meinen Goliath mit. Der hat ja in der letzten Mission, in der er dabei war, beziehungsweise seiner ersten Mission, in der er dabei war und gleichzeitig seiner letzten, ja richtig gut eingesteckt. Fand ich schon irgendwie beeindruckend. Guillermo spielt hier den Medic. Dann haben wir doch einen Psy-Soldaten dabei. Mein neuer Scout kommt mit. Ne, Mark Flint kommt mit als Scout. Moment, ich habe ja nur noch zwei Plätze.
Dann hätte ich gerne einen Sniper. Wie wäre es mit einem Disabling-Shot-Sniper? Wo versteckst du dich? Hier. Du schaffst auf jeden Fall dein Level-Up in dieser Mission. Und weil es so schön ist, was fehlt mir jetzt noch? Höchstwahrscheinlich ein Infanterist. Als Infanteristen... Ja klar, ich würde gerne Sherry mitschleppen. Naja gut, so als Aufpasser sollte es nicht schaden. Titanenrüstung, Heavy Plasma Rifle, Laserpistole, schicke Schuhe, Shadow Device und weil es so schön ist, noch die Psi Grenade. Jo. Das passt soweit. Meine beiden Max. So, du bekommst den Valiant. Mit der Pulslanze. Ich brauche da dringend eine neue Waffe für. Dann schleppst du mir... von mir aus den Grenade Launcher mit. Und den Proximity Mine Launcher? Nee. Zwei Grenade Launcher brauchst du nicht. Core Armoring, definitiv. Holotouch, da brauchst du nicht. Wobei, vielleicht nimmst du doch den Holotargeter mit. Du, mein Freund. Nimmst den Defender, die Laserlanze. Ich weiß, da brauchen wir dringend irgendwie ein Upgrade. Core Armoring. Und natürlich ein Scope, damit du was triffst. Sniper ist next. Ich habe kein Rocketeer dabei, fällt mir gerade auf. Oder doch? Doch, doch, ich müsste einen dabei haben. Plasma Sniper Rifle. Alloy B-Pod. Es ist eine reine Trainingsmission, von daher keine Panik. Wo habe ich meine Scopes hin? Scope, wo bist du? Hier. Vielleicht gönnen wir dir noch... An sich können wir dir ja nicht viel gönnen. Nimm Cognitive Enhancer mit. Dann sammelst du ein bisschen mehr XP. Corsair-Rüstung, Blaster Rifle, Laserpistole, Illuminator, Marksman. Und last but not least. Zusätzlichen Battlescanner vielleicht. Nimm zusätzlichen Battlescanner mit. Ein Engineer fehlt mir, genau. So schaut's aus. Ich rüste mir als letztes aus. Oh, Plasmadrache. Nice. Gut, dann bekommst du von mir noch Armor Piercing. Und eventuell noch ein Scope. So, Stefania, du bekommst von mir eine Aegis, Plasma Storm Gun. Ich will mir die Details nicht angucken, aber danke fürs Angebot. So. Nimm eine Titanrüstung mit. Du kannst noch ein Plasma Carabine mitschleppen. Und weil es so schön ist, vielleicht noch eine Chem Grenade. Sonst hat ja keiner eine. Close Quarters, das gefällt mir schon mal gar nicht. Wird eine ziemlich kleine Map, aber zumindest haben wir das Glück, dass es keine Swarming-Mission ist, sondern nur eine Moderate.
Ich erwarte 2 bis 3 Pots. Wird schon schief gehen. Und wenn ich richtig viel Pech habe, dann werden die 2 bis 3 Pots 2 bis 3 Ätherer enthalten. Oh, diese Map. We're going to be dropping you deep in the Nigerian interior for the next operation. We're still seeing dozens of reported abduction attempts coming in from cities around the world. You'll be deploying at the site of the latest report. Natürlich, Bradford. Ist gut. Sehen wir uns das Ganze mal an und hoffen mal, dass es hier keine Ätherer gibt. Ansonsten ist mir alles recht. Solid copy, Big Sky. Strike One is cleared to engage. Hier, wenn ich mich hierhin bewege, könnte ich bereits was aufdecken. Aus diesem Grund gönne ich mir jetzt mal einen Blick hier runter. Krystalliden, Heavy Floater. Sieht ja gar nicht mal so schlimm aus. Bin unterwegs. Gut, 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 gut. Die Frage ist, wie weit kann ich vormarschieren? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Die dürften mich eigentlich nicht sehen, wenn ich bis hierhin vormarschiere. Die Frage ist, ist hier etwas? Dementsprechend gehe ich nur ein bisschen vor. Nur ein bisschen. Oh, du hast von hier auch eine gute Trefferchance. Kein Ziel von hier aus. Da könnte ich wirklich was aufdecken, wenn ich Pech habe. Gönn mir doch mal bitte deine Deckung. Ich hatte auch nichts anderes vor. Gut. Dann gibst du mir ja auch nochmal eine wunderbare Deckung. Du gehst mir dann bitte hier hin. Und du hier hin. Na komm, alle, die kurze Bewegungsreichweite haben, dürfen Overwatch machen. Alle, die über die ganze Map schießen können, machen das mal bitte nicht. Ich glaube, für dich beende ich extra die Runde. Mal gucken, was wir haben. Oh. Hi. Dann verschaffe ich mir hier noch einen kurzen Überblick. Was gibt's hier sonst noch so Schönes? Sieht ja relativ ruhig aus. 87%. Ich würde mal sagen, wir öffnen hier mal mit einer Schredderrakete. Jetzt wird's heiß. Gute Treffer. Feind in Sicht. Also, was haben wir denn alles aktiv? Nur 3 Heavy Floater und ein Chrysalid. Genau. Dann würde ich mal sagen, Subair, du kümmerst... Ach, du siehst nur den da oben. 49% ist ja nicht so viel. Versuchen wir erstmal den Chrysalid hier auszuschalten. Satz mit X, das war wohl nix. 87%, probieren wir das mal.
Ich krieg wieder nur ein HP. Nun gut, was soll's. Geh du mir mal bitte hier rüber. Ist doch schön, wenn wir dafür gucken. 76%, dann würde ich mal Tschüss sagen. Tschüss. Dein erster Kill. Glückwunsch. Hm. Na komm, Subaru, gönn dir. Schön. Du hast keine Ziele. Das große Problem an dem hier ist, dass halt im Overwatch ist. Ich steige auf. Genau, meine Chatboots. Dann kannst du mir hier mal aufs Dach gehen. Und hopp. Coole Sache. Oh, hi. Seid ihr alles? Gut, dann muss ich erstmal den Heavy Floater da drüben ausschalten. 56% ist ja nicht so gut. Probier's trotzdem. Autsch, das ging daneben. Naja, gut, zum Glück haben meine Leute Core Armoring. Ziel nicht ausgeschaltet. Probier du hier nochmal. Oh. Lass mal schauen sollen, ob ich dich irgendwie wegbewegen kann. Na komm. Da muss halt der Babysitter sich wieder um alles kümmern. Einer weniger. Oh, hi. Jetzt wird's interessant. Oh, oh. Tja. Du kannst nicht nur kritische Treffer landen, du kannst nicht mal treffen. Das ist doch schön. Oh, oh, Kopf einziehen. Ja, keine Sorge, sie hat eine Titanrüstung, da passiert schon nichts. Schwerer Beschuss ganz in meiner Nähe. Hi. Ich hoffe, sie haben noch mehr zu tun. War das alles? Why not? Schieß mal auf den da oben. Nope. Negativ. Na komm. Triff bitte. Danke. Geh mal ein bisschen weiter vor. Und frag mal die Leute, was sie davon halten, dass sie hier rumhängen. 41% ist ja nicht so viel. Na komm, probier trotzdem. Knapp daneben ist auch vorbei. Ups. Rekonfiguration de la Matrice. Genau. Genau meine Rede. Und nochmal, 66%. Alter. Ihr dürft gerne auch treffen. Ich bin euch nicht böse. Ich bin euch nicht böse, wenn ihr ab und zu mal was trefft. 43% ist ja so gut wie nichts. Kannst du dich revanchieren? Nein. Dann sichere mir mal die Frischlinge hier ein bisschen ab. 43%. Und ich lasse dich hier stehen. Nein. 63%. Das hört sich nach einem Plan an. Gut, wenigstens einer, der was trifft. Ist doch schön. Oh, die rennen da rum. Das ist dann der letzte Port, würde ich mal behaupten. Und was hast du vor? Du triffst immer noch nichts. Na dann, geh mal näher ran, sonst triffst du ja gar nichts. Reicht das jetzt? 64%? Gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Und weil es so schön ist, sprengst du dem da unten bitte noch die Deckung weg. Gut. Dann kann einer unserer Boys, beziehungsweise einer unserer Lehrlinge hier mal was treffen. Wie Bruno zum Beispiel. Wie viele Kills brauchten die eigentlich? Eine ganze Menge.
Oh. Reaktionsschuss. Aber was will er gegen einen Goliath denn ausrichten? Das bringt ihm ja herzlich wenig. Oh, hi. Na komm, hol dir den Kill. Der Heavy Floater kann nicht ansatzweise genug Schaden machen. Hm. Dann einmal Steady, wenn ich bitten darf. Das Distortion fliegt ein bisschen näher ran. Die werden jetzt gleich hier rumkommen. Mach erstmal einen Overwatch. Du darfst dich dann später ducken. So. Und Stefania geht mir mal hier hin. Und macht eine Rakete bereit. Ihr dürft gerne vorbeikommen, wenn ihr wollt. Naja, vielleicht pulle ich die auch mit einer Rakete. Erstmal gucken, wie es hier mit dem hier ausgeht. Ladevorgang abgeschlossen. Genau, lassen wir mal durchladen. Scout aufs Dach? Ich glaube nicht. Sniper aufs Dach. Das hört sich doch eher nach einem Plan an. Scout hier mal an die Tür. Lad nach. Rakete bleibt nach wie vor bereit. Genau, du lädst mir auch mal nach. Du stehst da gut. Und du passt die Obacht. Hi. Naja, was nützt mir die dickste Knarre, wenn sie nichts trifft? Naja, aber immerhin waren die anderen Overwatches relativ erfolgreich. Ich glaube, der Berserker ist so gut wie erledigt. Hi. Und das war's dann erst einmal mit Dingskirchen. Nope. Holo-Zielen. Auf den da oben. Gut. Arthur wird bereits befördert. Das ist doch schön. Aber einen weiteren Kill können wir dem ja auch gönnen. Es reicht nicht. ...52%. Na komm, nimm dir erstmal. Ja gut. Beim nächsten Mal vielleicht. Ach, du hast kein Ziel, das ist ja nett. Triffst du den? Gut. Ist doch schön, wenn man sich auf manche Leute verlassen kann. Kim bestätigt. Den da bitte noch. Tschüss. Gegner ist tot. Den da bitte mal eine Chem verpassen. Ich habe das ungute Gefühl, der ist viel zu dicht dran. Gib mir mal... Wobei... Erstmal eine schöne Rakete gönnen. Ich habe ja genug Optionen. Vielleicht haben wir Glück und der kommt hier viel näher ran. Genau, 58% wird nicht reichen. Natürlich nicht. Diese Waffe ist einfach nur für Profis gedacht. Aber dafür habe ich jetzt 200%ige Schüsse im Heavy Plasma. Das reicht. Eins.
Oh, der kommt viel zu dicht dran. Ich glaube, ich sollte hier meine Leute, die ein bisschen näher dran sind, abtauchen lassen. Im Idealfall die mit wenig HP. Das wären ja die beiden hier. Na kommt, verschwindet mal kurz. Ich muss euch an dem Feind nicht zum Fraß vorwerfen. Hi. Kopf einziehen. Das war knapp. Genau, und was hast du vor, Freundchen? Du willst uns verprügeln. Au. Du Grobian. Aber war alles kalkuliert soweit. Das war soweit kalkuliert. Oh, du bist ja clever. Nun gut, dann räumen wir mal auf. Eins. Ja, ist gut. Und zwei. Tschüss. Vielleicht ein Disabling Shot für den da unten. Aber dafür stimmen ja die Prozentzahlen nicht wirklich. Wie schaut es eigentlich mit dem Grenade Launcher aus? Wie dicht müsste ich denn da ran? Höchstwahrscheinlich sehr dicht. Wobei, aber so können wir den einfach nur snipen. Das ist ja auch okay. Damit löst sich mal die Deckung hier in Wohlgefallen auf. Gut. Schauen wir erstmal, ob wir irgendwie einen Kill für den Goliath bekommen. Das wird nicht reichen, oder? Nee, er trifft ja noch nicht einmal. Schade. Nun gut, dann kümmern wir uns um den Boy. Holo-Zielen, wenn ich bitten darf. Wow, 13 kritisch. Finde ich gut. Und bitte einmal einen Disabling-Shot auf den da unten. Damit er nicht auf dumme Gedanken kommt. Nice. So, und Moment mal, das bringt doch bestimmt was, wenn ich dich näher ranbringe, oder? Der da unten ist keine Gefahr, von daher brauche ich keine Deckung. Deckung ist in dem Fall überbewertet. Guillermo, zeig uns, was du drauf hast. Gut. Und du? Mach mal ein Mind-Merch. Wieso? Weil ich es dir sage. Mache ich ja eh viel zu selten, von daher kein Thema. Bestätige. Gehst du mir mal hier rüber? Schade, dass ich kein Arc-Throw dabei habe. So, mein Freund, was machst du? Du gehst in Deckung und lädst nach. Ah, nee, der wirft eine Granate. Wow, 6 Schaden, trotz Resilienz. Ja gut, Granaten, das war ja kein kritischer Treffer. Mal schauen, ob du dir den Kill hier holen kannst. Revanchier dich mal direkt. 49%, das ist ja so gut wie nichts. Probier's. Gut, tschüss. Oh, wunderbar. Excellent work. All objectives complete. Danke, Bradford. Im Großen und Ganzen doch eine sehr moderate Mission. Hätte ruhig ein bisschen schlimmer sein können. Also eine Beförderung haben wir definitiv. Everything by the numbers and not a scratch on them. Hopefully every operation goes this well. Natürlich, Bradford. Dann geben wir dir Ranger, damit du ein bisschen mehr Damage machst. Deine Treffsicherheit hat sich auf 81 verbessert. Gut. So, Bruno, dich müssen wir aber wirklich sehr dringend mal ein bisschen hochpushen. 13 Illyrium.
Ist nicht die Welt, aber wir bekommen 108 Kröten. Remember, we will be watching. Und ist doch auch nicht verkehrt. Wie schaut es eigentlich beim Bruno jetzt mittlerweile aus, erfahrungstechnisch? Ich glaube, in der nächsten Mission könnte er befördert werden, in der, an der er teilnimmt. Wie schaut es hier aus beim Argument? 4 Tage. Naja, meine Freunde, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.